Servus und willkommen zu Forza 1 gegen 1. Wie ihr hier seht, sind wir auf Stalaktiten und wie ihr hier hört, habe ich ein paar Wortfindungsstörungen. Tut mir leid. Eigentlich lief das eben ganz gut noch mit dem Reden, aber manchmal, ja, dann will das Ganze nicht mehr. So, wir sind hier nochmal auf Stalaktiten, wieder gegen den guten Aulinger, der da auf der rechten Seite sitzt. Und wir haben diesmal keinen Overdrive ausgepackt, sondern wir haben Hurrikane. Und warum? Was ist mein Plan? Warum Hurricane? Ganz einfach, darum Hurricane, weil ich will Minigunner spielen. Minigunner und Minigunner und Minigunner. Weil wenn die aktive läuft von dem Guten, sind die kleinen Biester richtig hungrig. Und ich will mal gucken, ob ich mich nicht einfach durchfräsen kann. So, die Viererstrebe ist drin. Das kommt weg und das kommt weg. Ja, passt. Wunderbärchen. So. Machen wir das doch so. So, dann kommen hier auch nochmal ein paar Boxen hin. Machen wir das Ganze doch so, dann passt das. Es ist zwar dezent auffällig, dass da Gunner reinkommen. Vor allen Dingen, wenn da oben die Box noch immer off ist, aber... Oh, da wird Metall eingezogen. Der wurde verkauft. Uiuiuiuiui. Spielt da jemand vielleicht auf Toolboys 20 Spam? Wäre zumindest mal eine Möglichkeit. So, wir machen hier oben dann nicht unbedingt Buzzer sicher, aber in der ersten Instanz nicht so angreifbar. So, das haben wir. Das kommt weg. Aha. Da rechnet man jetzt mit Mörsern. Ah, schön. Wir haben was gekriegt. Höchstwahrscheinlich ein Snipper. Höher. Aha, da kommen Tore. Anscheinend sind wir schon viel zu spät. Aber ich glaube, dass das ja so schnell sein kann, oder? So. Minigun um Minigun. Oben ist nichts drin, das wissen wir schon mal. Das ist doch gut. Da unten. Aha. Da ist ein Snipper. Den nehmen wir eben weg. So. Nochmal rüber gemäht, da ist nichts. So. Jetzt haben wir die aktive. Und das ist der springende Punkt, wo wir hinwollen. Weil die laden jetzt so schnell nach, die kleinen Biester. Oh, wir haben Core Damage. Gigi! Gigi! Ah! Minigunner! Nice! Ich würde sagen, direkt auf noch eine Runde. So, wir wechseln den Schauplatz. Aber. Hurricane bleibt uns erhalten. So, was ist der Plan für diese spannende Runde? Naja, zum einen, dass wir nochmal runterkommen und zum anderen, ja, wir sind Hurricane, eben Minigunner, war eine geile Sache. Und ich will jetzt einfach, na, ich glaube, Shotguns brauchen viel zu lange. Ich werde wahrscheinlich ganz klassisch einfach auf T2 spielen. Und, ja, zwei Notes verkaufen. Mir wurde extra noch gesagt, ich soll bitte nicht das Holz nachbauen, weil mit Geizhals lohnt sich das. Mit allen anderen Commandern bitte sein lassen, weil am Ende habe ich quasi eine 0 auf 0 Milchmädchenrechnung und das ist scheiße. Die möchte ich nicht haben, der Gunner ist weg.
Ja, ich habe gerade gesehen, ich bekomme 38 für den Gunner. Hier gebe ich 19 aus. 29. Ja, das lohnt sich nicht. Okay. Aber wir sind gleich hier mit der Economy. Haben wir 6 Minen. Das ist doch ganz nice. Einen Nuke werden wir nicht spielen. Warum? Boah. Zum Glück waren keine Ressourcen dafür da. Das hätte mich echt geärgert. Wir werden keine Nukes spielen. Warum? Naja, wir hatten vorhin schon Nukes und na, immer nur Nukes ist schon doof. Ja. Wir gehen hier aber für. Ach komm, wir gehen für Mörser. Jeder mag Mörser. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Stabilität. Und. Ah, nice. Guck mal, so langsam wird das Augenmaß gut. Ah, das noch dran. Da kommt Metall. Okay. Wird das eine EMP? Ich vermute es. Weil die Minen bei mir sind ungeschützt. Aha. Okay. Ich dachte eigentlich, dass es für die Minen unten gemünzt ist. Aber, hey. So akzeptiere ich das auch. Dann kommt hier noch das hin. Ja, das Reparieren ist ein bisschen räudig. Die Gunner sind am Start. Oder wurde gerade was verkauft? Das heißt, er geht jetzt in die Phase der T2 über. Ah, okay. Never mind dann. Hey, weißt du was? Stress dich nicht, mein Freund. Deine Freunde und Familie werden sterben, wenn du triffst. Aber hey, stress dich nicht, okay? So. Du bist so unfähig. Du bist einfach nur unfähig. Du bist der unfähigste Gunner unter der Sonne, weißt du das? Dann kommen hier jetzt noch ein paar Mörser hin, weil jeder liebt. Und. Noch das da. Nochmal das Raster kurz angemacht. Ja, ist eigentlich in Ordnung, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Ja, passt. Dann haben wir das. Da oben ist noch ein Gunner. So, dann gehen wir hier vorne noch für Mini-Gunners. Oh, da oben ist ein Snipper. Snipper, Snipper, wann kommst du vorbei? Ah, er ist Spion. Er riecht's. Na, er riecht's nicht. Er ist Spion. Er sieht's. So rum. Hear me. Fürchte mich und meine Dummheit. War nice. Oh Gott. Da ist eine Cannon im Aufbau, die seht ihr. Da ist eine Kanone im Aufbau. Mama. Das will ich aber nicht. Okay. Machen wir daraus in AP-Snipper. Und dann mal hier, ich würde sagen, wir haben ja so viel Ressourcen, die gerade brach liegen. So, ihr einmal kurz drüber, man. Und ihr einmal Gruß. Der Gunner ist verbaut. Nochmal ein Gruß. Nice. Aktive. Oh, da fällt die Kanone einfach um. Da kannst du es nicht fassen. Ah, okay, da sind wir richtig scheiße gewesen. Hier nochmal kürzer. Schön. Und nochmal. Also, da kommen so viele Mörser einfach raus. Mit einer Kacksalve. Das ist unglaublich. Ja, einmal weg damit. Ich hoffe, dass mein Gegner mir das verzeiht. So. Na, das ist zu eng gebaut. Wir brauchen mehr Energie. Mehr, mehr, mehr. Und. Oh, ich komme nicht durch. Aber der AP-Sniper.
Und die Mörser in der kurzen Salve. Ich glaube, es hat ein paar Probleme. Das hat er sich, glaube ich, anders davor gestellt. Aha. Da hat mir der gute Spion doch in die Tasche gegriffen. So. Die Mine da unten, die ist Geschichte. Ja. Das heißt, er läuft aktuell nur auf 3 Minen. Nice. Also da haben wir ihn jetzt gut am Sack, würde ich sagen. Bisschen höher. Und hier oben nochmal bei. Oh, stimmt. Ich kann ja eigentlich oben die Minen jetzt angreifen. Okay. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Gehen wir oben auf die Minen. Ja. Ist das weggefallen? Ah, okay. Lassen wir mal da unten die Gunner wegmähen. Aktiver läuft. Der Gunner ist weg und jetzt ist auch das Fort weg. Ja, nachgeladen. Auch wenn er jetzt klaut. Das nachgeladen. Und. Gigi! Gigi! Ich würde sagen, auf zur Runde 3. So, wir sind auf der wunderschönen Map. Fehler angekommen. Ich wollte es nicht spielen, nur vorneweg, sondern unser Gegner, der gute Aulinger. Die letzten beiden Runden, ja, ich dachte mal, hat er ein paar Probleme gehabt. Lief jetzt nicht ganz alles optimal für ihn. Aber muss dazu sagen, wir sind schon ein bisschen dumm. Mit sowas rechnet man ja eigentlich nicht. Man rechnet eigentlich mit dem Gegner, der richtig fortspielt und nicht einfach ja, so eine dumme Art und Weise an den Tag legt. Wie wir das Ganze machen. So. Da uns die Notes nichts kosten, soll es uns egal sein. Ah, okay. Soll es uns egal sein. So, die nächste Mine. Nein. Na gut, habe ich schon gebaut. Machen wir es so. Ah, okay. Hier. Ja, ist egal. Never mind. Dann lassen wir das so. Okay. Ah, Moment. Wir brauchen hier mal kurz Metall. Und dann einfach jetzt entspannt sparen. Kommt der Böse im Busch? Das sind doch safe Mörser. Das sind zu 200% Mörser. So, dann komm mal her. Dann mache ich dir die Mörser jetzt schon direkt madisch. Weil, oh, dein Fort kippt ein bisschen. Aber er hat recht, wir wollen Mörser spielen, aber hier unten. Wir wollen hier unten Mörser spielen. Okay, okay, okay. Vielleicht will er mich auch wieder baiten. Wer weiß. So. Machen wir mal so. Kommt hier noch ein Gunner rein. Und hier kommt noch ein Gunner rein. Ja, also. Da sollte eigentlich jetzt nichts schief gehen. Ah, unerfreulich. Dann lassen wir uns da gar nicht stressen. Wir lassen uns davon jetzt gar nicht stressen. Lustige Minigun.
Aha. So, das haben wir alles weg. So, Energie haben wir auch wieder. Ich vermute, dass er wieder Spion spielt. Oh, vielleicht können wir da unten reinbüßen. Dass da unten, wenn wir da reinbüßen könnten, wäre ein Träumchen. So. Machen wir das dann mal Hintergrundholz und das Hintergrundholz. Und bauen dann hier unsere Windturbine hinten wieder auf. Die hat jetzt... Ah, nicht so viel Energie, aber was soll's. So. Ah. Moment. Das muss noch so gemacht werden, ja. So. Ach, die ist einfach offen. Die sind ja einfach offen. Lol, okay. Mal ein bisschen tiefer. Ja, GG. Haha. Ich würde sagen, keine gute Runde, kein guter Tag für den Aulinger. Ja. Wenn das Fort schon so nach vorne biegt und den Abgrund grüßt. Ja, und die Mörser, die waren leider ein bisschen sehr, sehr obvious. Aber, vielen lieben Dank für die Games. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren, abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.